Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ratchet & Clank Rift Apart. Wir schauen kurz bei Miss Zorkon vorbei. Ich mach kurz hier ein bisschen leiser nebenbei. So. Wir haben ein bisschen Raritanium. Was ist das? Trifft zusätzliche Gegner mit dem Streifen Bonusschaden. Was ist das? Lädt schnell auf. Ja, lädt schon schnell genug auf. Aber dass der Strahl länger hält, ist geil. Munition. Damit kannst du viele Löcher machen, Schatz. Hast du mich gerade Schatz genannt? Uiuiui. Der Respawn. Let's go. Wenn du unbedingt respawnen willst, ich bin da. Mr. Partypilze Stufe 3. Oh. Da geht jedes Mal Raritanium? Hä? Als ob. Danke fürs Aufpassen. Ich komme schon hinüber. Boah, ist jetzt ein Bug, dass der Respawn ist, weil ich den gemacht habe, bevor ich da rein bin und jetzt nochmal. Oh. Laser. Sag nicht, mein Handschuh-Dingster kann mit diesem Spaltdingster interagieren. Dein Spaltstrahler, ja. Ziel doch mal auf den Spalt. Einfach ausgelöscht. Ich hoffe so sehr, dass die einfach diese alten Ratchet & Clanks nochmal remaken. Oder einfach. Muss nicht mal Remakes einfach. Das spielt ja auch mit der alten Grafik und so. Aber einfach wieder verkaufen, dass man die spielen kann. Oh Gott. Geh weg, Schiff. Lass mich darüber nachdenken. Wie verschwende gegen so einen Hund. Also die Waffe finde ich schon sehr sexy. Nee, sie ist leer. Hättest du bloß eine Düsenpackfunktion, Bones? Die hab ich auch. Hey. Danke. Okay, und jetzt die Brücke runterlassen. Wow, danke, Ribbit. Erstmal brauche ich mein Geld. Und ein Raritanium. Kann ich die Brücke runterlassen? Da drüben, ne? Komm schon, Brücke! Echt jetzt? Hast du das gesehen, ey? Ja, und jetzt? Die Brücke ist kaputt. Es muss noch einen anderen Weg rüber geben. Achso, wir können rüber schnecken. Die hat sich da sogar schon aufgestellt. Vielleicht bereue ich den Vorschlag, aber was ist mit dem Flitzkäfer? Ah, Flitzkäfer, gar keine Schnecke. Fast geschafft. Und wieder steht ein Grundtor im Weg. Und egal, Flitzschnecke. Bereue ich es. Kann ich davon mehrere gleichzeitig stellen? Oh, ich kann.
Komm schon! Wir wissen beide, wie das hier ausgeht, Großer. Einmal alle wegschmettern. Oh. Stimmt, der rät mich auch gerne einfach mal um. Ich habe vergessen, dass er mich auch einfach beißen kann. Das ist vom Schaden her gar nicht so schlecht. Aua. Und jetzt zu meinem letzten Gegner, den Mordsdruckschlössern. Hier scheinen rasche Schläge gefragt zu sein. Ja. Die Mords sind halt sonderbar. Hier scheinen rasche Schläge gefragt zu sein. Yep, die Mords sind halt sonderbar. Dann halt so. Da! Dann finden wir mal die Wahrheit über dich heraus. So, jetzt aber. Könnte ich nur mit Ratchet reden? Nein, ihm fehlt auch so ein Propeller, weil ihm ein Arm fehlt. Ich hab's nicht so mit Robotern. Vor allem nicht, wenn sie meine Galaxie zerstören. Das tue ich nicht. Ich wollte Ratchet nur helfen, die anderen Lombaxer zu finden. Wir erfahren die Wahrheit früh genug. Sobald ich dich und den Infobot aus Nefarious City kenne. Ich muss sie doch sicher alle davon kaputt machen, oder? Nein, eben nicht. Ich brauche die. Das kann ich nicht kaputt machen und das. Respawn die? Die auch. Ich glaube, diese einzelnen respawnen nicht. Die geben doch sicher was, wenn ich die kaputt mache. Ups. Auf jeden Fall ein Rüstungsteil für uns. Abgehakt. Beine. Für die Roboterverkleidung. Nee. Weder kriegt seinen Arm nicht mehr. Dann bin ich aber böse. Dass man hier einfach durchlaufen kann, ohne Ladezeit, leck mich am Arsch. Das ist ja wohl der Obershit. Das ist wirklich absolut unnötig.
also ehrlich. Wie ich dir versichert habe, wiederholt. Dein Nefarius, er sieht meinem sehr ähnlich und ist auch böse. Und der Lombax, das klingt jetzt vielleicht verrückt, aber... Du glaubst, er ist ein dimensionales Gegenstück. Kann doch sein. Okay, was auch immer hier vorgeht, wir beheben es. Hier fehlt aber auch ein Arm. Ist jetzt ein Roboterarm. Nicht dein Ding. Naja, nicht alle, bloß die meisten. Also, wie der Imperator, seine blöden Anhänger, Piraten. Ja, ich erkenne auch die Ironie. Oh, bitte entschuldige. Ich hatte nicht vor, dich, Du schämst dich? Obwohl ich gerade in deinem Gehirn-Tagebuch-Dings war? Oh shit. Er hat uns gefunden. Oh je, nein. Hat er jetzt Clank geklaut? Let's go! Das ist mein nervtötender Roboter! Er entkommt! Ups. Hey, das ist mein nervtötender Roboter! Sabinien-Sprengstoff zur Eliminierung des feindlichen Feldneus! Halt durch, Boat! Ich komme! Boat? Stabilisator auf dem Rücken. Wenn ich da rankomme und draufschlage, stürzt das Ding ab. Wo ist die Rampe da? Du musst den Flugstabilisator treffen. Kann ich ihn sprinkeln? Oh, es geht. Ich habe auf sein Leben geguckt, weil ich schauen wollte, ob ich Charan unterstützen muss. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, ich habe es nicht gesehen. Und ich habe es mir nicht gemerkt, wie viel davor und danach. Die Prozente. Ich glaube, müssen wir weiter. Okay. Let's go. Gut. Wie findet ihr das Spiel bis jetzt? Ich find's richtig gut. Ich komme nur an den Flugstabilisator, wenn ich dem Ding auf den Rücken springe. Diesmal ist es eine Doppelkampe. Klar und weiter rüber. Ist sie da, wo ich den hinschieße? Ich glaube. Oh. Wieso lässt du nicht mich das Ding steuern? Muss man pixeln. Alter, die haben echt jeden Gegner einfach gepixelt. Nur für diese eine Waffe. Schon cool.
Oh, das war knapp. Oh. Trinke. Neuer Partypilz. Und. Oh, die Schneiderbombe macht echt nicht viel. Oh nein, Level 4. Da oben haben wir jetzt einfach das Symbol im Bild, weil wir gerade Level up haben. Alles klar, Boots? Du bist mir gefolgt. Danke. Ja, tja, wir haben wohl doch noch was zu erledigen. Nee, das Symbol bleibt jetzt die ganze Zeit. Mord das Schiff gepflegt hat. Suchfüßlersuche. Besiege den Suchfüßler. Oh nein! Wir haben es verpackt, Leute. Wir haben es verpackt. Okay, es ist weg. Nein! Wir haben es verpackt. Du hast einen Goldball gefunden. Jeder gewährt dir Zugriff auf eine einzigartige Belohnung oder einen Cheat. Ah, das gab es auch früher immer, stimmt. Jeder? Oh. Schlüsseldesign, Standard, Rebell, Q-Force, Ödland. Achso, da rechts. Gold? Oh. Wir nehmen Gold. Boltersatz. Wir können einfach Rubine sammeln. Machen wir. Okay, den Schlüsselersatz kriegt sie anscheinend nicht. Aber wir gucken gleich mal nach den Rubinen. Hm. Das Ding da oben ist jetzt ein bisschen doof. Oh, da! Oh! Zelda-Fans lieben diesen Cheat. Und das da oben finde ich ein bisschen... Hm. Ich starte gleich mal kurz neu, Moment. Geh nur kurz darüber. Übrigens, noch. Soll ich dir einen Signalverstärker verpassen, damit dein Kommunikator wieder läuft? Das wäre erfreulich. Nicht so spannend wie das, was wir in dem Infobot finden werden, aber fast. Mist, Zurkon. Rivet, das Schiff ist bereit und wartet auf dich. Mord, du hast es repariert. Danke. Bist du soweit? Vielleicht mache ich es doch wieder aus. Aua. Ich meine, es sieht schon cool aus, aber irgendwie auch. Aber wir können ja mit der reden. Gibt's hier noch irgendwas? Hier gibt's auch sicher was hin. Nee? Ah doch, da. Ich kenne auch meine Spiele. Aber cool, mit jedem schaltet man irgendwas frei. Finde ich schon nice. Verbesserte Galerie. Achso, neue Charakter werden hinzugefügt. Oh, Watschat. Wir schauen uns mal kurz jeden Bowl-Dings an, okay. Ich will einfach sehen, wie da Energy Drinks auf dem Boden rumliegen. Oder was auch immer Overcharge sein soll. Können, glaube ich, gerade keine Bowls bekommen. Oder vielleicht hier, wenn wir da drauf schießen. Ich kann den Blaster nicht auswählen. Ich kann mit dem nicht schießen, der ist verbuggt. Hier, ich wähle ihn aus. Blasterpistole. Ah, jetzt geht's. Das war aber gerade verbuggt. Ich konnte so nicht drauf wechseln. Was? Das sieht ja komplett lächerlich aus. Münzen? Versuchen wir mal noch Münzen. Was haben diese Münzen für ein Symbol? Ist da Ratchet drauf? Ich glaube.
Nee, auch absolut lächerlich. Kugeln? Nee. Wir bleiben beim Standard, aber Rubine würde ich gerade noch so nehmen. Ist ja lächerlich, wie diese Overcharge so aussehen. Blitzableiter? Ich glaube, wir warten kurz noch, bis wir den Blitzableiter vielleicht kaufen können. Oh, was ist das? Gegnerische Geschoss verdampfen im Strahl. What the fuck? Was ist das? Schüsse bewegen sich schneller. Hinterlässt eine Giftwolke oder mehr Munitionslimit. Was macht das? Mehr Munition aus Kisten. Was ist das da unten? Fliegen deutlich schneller durch die Luft. Der Sprinkler macht noch nichts. Na, das wird einen gehörigen Bums haben. Trifft zusätzlich hier mit dem Streifen für Bonusschaden. Ja. So, dann haben wir noch verdampfen lassen von den Sachen. Das eine Giftwolke hinterlässt, machen wir noch hier. Wir machen die Blasterpistole noch stärker, weil die echt nicht schlecht war. Die macht echt gut Damage. Was war das nochmal? Schüsse bewegen sich schneller. Okay. So. Oh Gott. Miss Zurkon, du musst mir ganz verlegen. Okay, wir gehen jetzt, glaube ich, mit dem Raumschiff, ja. Und dann, wenn wir da ankommen, machen wir die nächste Folge und ich behebe dieses Symbol im Bild. Was genau steht da? Phantom, Moidoi, Captain Quantum, Kletschki? Wo sind das ein paar Ich? Boss. Achtung, und Widerstand. Ich poste die Abschussliste in unserem Netzwerk. Na los, reparieren wir den Kommunikator. Wir müssen eine Dimension retten, bevor der Imperator uns auffindet. Oh, Planetenauswahl und da rechts steht, was man alles kriegen kann. Hier sind noch zwei Rüstungsteile, zwei Goldpulse und Infobot. Oh, ich liebe es. Ist okay für mich. Oh, ich habe einfach Gänsehaut deswegen. Bedrückt dich irgendwas? Komm schon, raus damit. Ich fühle mich verantwortlich für all das. Möglicherweise liegt es an mir, dass die Dimensionen zerbrechen und Ratchet und ich uns verirrt haben. Oh, ja. Tja. Hey, dein Kommunikator läuft bald wieder. Das ist nicht schlecht. Stimmt. Cool. Cool. Okay, Leute. Wir sind hier. Ich behebe dieses Ding. Die Folge ist jetzt erstmal vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Abo und ein Like da. Und sagt mir, wie ihr das Spiel findet. Ich liebe es einfach. Bis zur nächsten Folge, Leute. Ciao, ciao.